Ey, Jungs. Ja. Video fängt an. Lama Squad. Lama Squad. Lama Lama Squad. Squad. Tada. So schönes Holz, gell? Ja, du musst Stein farmen. Muss beides farmen. Du hast ja Inventar, ist ja alles gut. Einfach kein Baum mehr hier existent. Ich glaube, ich gehe nach hier hinten. Hier ist noch ein riesiger Wald. Warte, Spielpusse. Alter, der Wald sieht doch wundervoll aus. Ressourcen natürlich, ne? Wie dieses Vieh jagen. Irgendwie muss ich ja Handtasche leveln. Also schicke ich die halt auf die Jagd. Ohne Scheiß, es wäre so. Da ist ein Rex. Ich würde da weggehen, wenn ich du wäre. Bei mir? Ja, auf dem Berg oben. Komm Junge, das kriegen die hin, die Viecher. Deine schon, meins ist nicht dafür gemacht. Noch nicht. Meine Viecher haben auch gab es eben keinen Angriff. Zu dritt könnten die es schaffen. Wir hätten die oder die vierte mitnehmen sollen. Zu dritt könnten die es theoretisch sogar schaffen, ne? Du lässt meins da raus. Ich meine, so ein Rex wäre ziemlich gut Level, gell? An sich. Wieder bisschen was reinlegen. Helft dem, los, helft dem Langhals, tötet den Rex. Jawohl. Aua. Jetzt war die Langhalse Stress. Ich merke das schon. Inventar. Deine Handtasche kommt zurück. Digga, komm zurück jetzt. Handtasche, lauf. Wieso folgt ihm mein Junge? Lass ja, mich ich hier. Ich habe gerade aus Versehen auf alle Folgen gedrückt. Ich musste einfach Handtasche da irgendwie rauskriegen. Digga, Handtasche, du bist gleich tot. Ja, wollen wir kurz zurück einfach. Mann! Versuch Nummer 4, hör auf, mich in Handtasches Inventar reinzudrücken. Ich will dir Holz geben. Ich habe einen weiblichen Ding Paar, wir könnten die rein durchschätzen eigentlich auch. Ich habe auch zwei weibliche Paras. Oh wow, die sind beides weiblich oder was? Ja, sonst wie hieß das Vier Rucksack und nicht Handtasche. Well, that makes sense. Guck mal, hier ist noch eine dritte. Ah ne, das ist deine, ach so. Wow. Dein Vieh steht richtig fett im Weg, Alter. Ja, ich weiß, ich finde das auch gerade echt gut eigentlich. Inventar, warte. Lass ihn doch in Ruhe. Warte, ich will Finger weg.
alles ist gut. Cool, hast du ihn ja unbedingt jetzt schwerer gemacht. Junge Handtasche, Alter, du bist komplett rot. Wie einfach schon jeder. Hier war doch ein riesiger Wald. Wo sind die ganzen Bäume? Welche Bäume? Und welcher Wald? Hör auf zu träumen, sowas gibt es nicht. Weil weißt du, warum die Teile den Langhals angegriffen haben? Ja, weil sie den Rex angegriffen hat und dabei die den getroffen haben, gell? Nein, weil die den Rex angegriffen hat und der Langhals mich getroffen hat. Ich hab dir so auf passiv gestellt, Junge, kenn ich gar nichts. Lande Opfer, Alter. Ja, wie die ganzen Bäume auch einfach One-Hit umfallen, was soll das? Das Spiel macht es viel zu einfach, ne? Also der Spot ist schon geil, weil hier dauerhaft Rexes spawnen, die man tamen könnte, aber es wäre ein noch geilerer Spot gewesen, wenn hier dauerhaft Spinos spawnen. Oh nein. Boah, ey, das wäre der beste Spot ever. Da ist ein Alpha-Rex, Digga. Ich glaube, das ist das Ziel weg. Irgendeine deine Viecher kriegt gerade Schaden im Raptor, gell? Digga, Handtasche, geh aus dem Weg, Junge, ich will dich retten. Digga, der Raptor hätte fast Handtasche gekillt, weil die einfach den anderen Pacher blockiert hat. Behindert diese Viecher, ich sag's dir. Können wir schon mal zurück. Klar, ich sag dir, ich glaube, der haarige Nexus würde den Alpha-Rex töten. Was habt ihr mit dem gemacht? Nichts, oder? Wir haben den getamed und der hat einfach einen Rex getuhittet. Der war schon getamed so. Der hatte schon, wir haben den gerade getamed, da hatte der schon 3000. Ja, aber ihr habt ja die genervt, deswegen müsst du den nur auf Angriff leveln. Jetzt wird's so geil, wenn man den Alpha Rex tuten kann. Das wäre wild, Digga. Dann könnte ich ja meinen Chibi so easy leveln. Ja, Mann, aber vor allem hier gibt's ja wirklich voll viele. Hier gibt's auch voll viele Alphas, also das ist auch extrem gut für den Chibi zu leveln. Hallo. Und wenn wir den hochziehen, können wir auch an sich, sag ich mal, komplett max sein, gell, vom Level. Ja. Komm mit jetzt im Winter, sei nicht so lahmarschig. Das ist ein Inventar, das kann nur lahmarschig sein. Komm mit auf Speed gelevelt, ne? Du kannst ja Julia die vierte noch mitnehmen, hast du ja noch ein zweites Inventar, aber so lange wie Nexus nicht da ist. Wieso lebt der Typ eigentlich noch? Kannst du wieder ein bisschen zurück, Freddy. Hä? Komm ein bisschen zurück. Du wirst hinterher gezogen. Dein Vieh läuft ja hinterher her. Ja, aber ich bin gerade hinter einem Berg. Da könnte das Vieh nicht hoch. Da wäre es stuck gewesen wie der Boom oder andere Viecher. Noch weiter. Nee, passt schon, der kommt gerade. Wir kommen gerade zurück, Junge. Alter, ist ein Baum. Bei uns ist er was? Nicht mehr. Hab ich den gerade abgebaut? Kann man irgendwie Bäume pflanzen? Weiß das vielleicht? Nee, ich glaube es gibt nicht. Ich weiß nicht, ob es Baumsamen gibt. Yeah! Du hast mich über die halbe Map. Du hast mich gerade von Freddy. Yo. Du hast mich gerade von dort aus, wo wir gekommen sind, wo noch ein bisschen Bäume stehen, bis zu dem Haus rüber geschleudert. Geil. Junge. Kann ich erstmal mein Haus kurz weitermachen, damit ich Inventar leer habe? Digga, dass diese Equusse immer weglaufen müssen, wenn du die fütterst. Das ist doch scheiße. Digga, ich gehe gleich einfach in Forstame. Spaß. Nee, das wird nicht benutzt. Es wird nichts benutzt.
wie der Tag aber so lang ist, das so eingestellt hast. So wunderschön, ne? Ja, ich habe das extra gemacht, dass der Tag lang ist und die Nacht kurz. Die Nacht ist innerhalb von 2 Minuten zu Ende. Der Tag dauert irgendwie 30 Minuten oder so. Wenn nicht sogar noch länger. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir jetzt für Shiny Hedwig langsam mal einen Sattel machen, um Spinus zu holen. Hallo. Aber ich finde diese Dino-Tore auch anders geil, was die Animation angeht. Also mit 40 Holzwetten komme ich auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile aus. Das wäre so entspannt, wenn es Baumsamen geben würde, ne? Es wäre doch so entspannt, wenn es Baumsamen geben würde. Oh ja, ich würde wirklich so eine Baumplantage machen, Digga. Ich würde extra meine Peitsche machen, nächstes Jahr auspeitschen. Ah, Peitsche. Es gibt ja wirklich halt eine Peitsche, das ist ja das Coole dran. Kurz mal nächstes sagen, er soll arbeiten, du Sklave. Kurz nächstes versklaven, lol. Wenn ich jetzt Glück habe, passen sogar beide Paras in den Stall rein. Let's go. Das Glück ist mit den Dummen. Digga, das Glück ist echt mit den Dummen. Die Paras passen perfekt in diese 2-breite Lücke rein. Ne? Nice. Ja, der Triceratops braucht 2 Platz, Digga. Der ist allein in seinem Gehege. Und jetzt habe ich in der Mitte noch Platz. Ich weiß nicht, was ich da reinpacke. Vielleicht irgendwie Stego oder so. Ja, wobei, nee, da kommt dann ein Pferd rein, wenn ich dann mal irgendwann eins haben sollte. Ich habe schon wieder keinen Stein. Was? Wild. Der ist verbraucht so schnell, Alter. Junge. Ich habe noch 4 Stacks bei Dingens drin. Bei Versuch Nummer 4 sind noch 4 Holzstacks drin. Steinstacks. Gönn dir.
Ich habe bei Versuch Nummer 4 noch vier Steinstacks drin. Gönn dir. Bei Versuch. Gib her, du Spacken. Alles meins. Danke. Du hast nicht zufällig noch Holz, oder? Was ich mir mal gerade ein bisschen von nehmen könnte. Nee. Weil mir natürlich genau zwei Dächer fehlen. Warte, ich kann gleich nachschauen, wenn ich hier weiter bin. Für ein Dach brauche ich 60. Ich brauche zwei Dächer. Ich brauche 120 Holz. Komm her. Okay, nicht ganz 120 Holz, aber 100 Holz würde reichen. Gib her, großer Mann. Du hast ja auch so einen geilen Sturmbad gemacht. Hat ein Iro. Hier. Oh, geil. 180, sogar mehr als gebraucht wird. Oh, Porno. Porno-mäßig, Digga. Danke. Hast du das eigentlich auch, dass wenn du Eistee trinkst, du so häufig aufs Klo musst wie noch nie zuvor? Wenn du was? Immer wenn ich Eistee trinke, muss ich gefühlt jede halbe Stunde auf Klo. Hast du das auch? Scheiße, ich kenne das viel zu gut, Alter. Das ist schlimm, Digga. Mann, jetzt fehlen mir Faser und Stroh. Du willst mich doch verarschen. Jetzt habe ich da eine Plattform gebaut, aber komme nicht drauf, weil ich keine Strickleiter craften kann. Weil mir Fasern fehlen. Hilf mir dann irgendwo auch noch hier weiterzumachen. Ganz Geld Fadi. Ich brauche Fasern. Habe ich welche vielleicht? Ich brauche 180 Fasern. Mann. Ich habe 58. Nein. Das reicht nicht. Aber ich weiß, was ich mache. Ich gehe einfach welche holen. Wofür habe ich die Sichel denn sonst gecraftet? Das stimmt ja auch wiederum, ne? Okay, ich habe gerade 10 FPS dauerhaft, lol.
Cool, das klappt. Nice. Random. Das ist ein männlicher Parasaurus. Ja, und jetzt? Mach Kinder mit den anderen Paras. Wir brauchen Inventars. Hey, was geht, Freddy? Hast du jetzt ernsthaft noch einen geholt? Kannst draußen schauen. Wo bist du? Ah, was liegt hier denn rum? Finger weg, ich will den Power haben, ist meiner. Den claim ich mir. Wie schnell das geht, Digga, what the fuck, ne? Und da kommt ein T-Rex, braucht gefühlt 20 Minuten, also, ne? Ja, Mann. Ich hab mir jetzt auch Rucksack gekauft, ne? Nice. Das gemeint, männlicher sollte Rucksack heißen. Rucksack. Du hast nicht zufällig Bären, oder? Das wilde Loszähmen beginnt. Scheiße. Hat Inventar Bären? Ja, wahrscheinlich nicht viele. Diese Vietnam-Flashbacks. Jetzt hast du zwei Paras, ich habe zwei Paras, ich bin zufrieden. Jetzt am besten paaren wir die noch. Ja, wenn der bei mir reinpasst, Junge, gönn dir, stell ihn bei mir in das Gehege. Kurz zwei Eier gleichzeitig machen. Komm mit. Ich glaube nicht, dass der hier reinpasst, bin ich ehrlich. Vielleicht reicht es schon, wenn du den einfach nur davor stellst mit der Fresse. Du musst aber halt bei safe. Allen dann noch Paarung aktivieren, ne? Bei Optionen, oder? Ne, Dreieck gedrückt halten und dann Paarung aktivieren. Also auf die Viecher Dreieck gedrückt halten und dann kannst du dabei Verhalten Paarung aktivieren. Paarung aktivieren. Was ist denn, was kostet ein Stego-Sattel? Das interessiert mich jetzt. Weil ich kann schon einen machen. Oh nö, Freddy. Please don't. Stego-Sattel. Fasern und Leder. Ja, das kann ich machen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht viel. Der fickt gerade mit beiden. Ich krieg Putin-Flashbacks, Alter. Scheiße, der Nummer gerade wirklich einen kompletten Ficke. Ja, ist animiert, ja. Ey, die machen Dreier. Komm mal vorbei und guck sie an, Alter. Sind ziemlich fleißig, Alter. Nice. Haben wir Leder? Hast du Leder? Ich brauch Leder. Raptor, hast du Leder? Ja, du hast Leder. Gib mir Leder. Dann hol dir Leder. Komm mal rein, Freddy, und schau's dir an. Wild. Ich glaube, die Paareier kann man auch so, glaube ich, machen und brauchen dafür ein Feuer. Ich habe gar keine Ahnung.
Wir werden es sehen, wenn wir die auf den Boden droppen. Verpiss dich, Meier. Ach so. Warum fliegst du? Hör auf zu fliegen, geh weg jetzt. Ich bring dein Para um, Junge. Ich töte Inventar. Spaß. Ja, dann musst du den Lach aber woanders hinstellen, gell? Ja, der kommt bei mir rein. Aber der ist halt hier noch gegangen, also was soll ich machen? Ah, Hilfe, ich bin stuck in dem Vieh. Nein, ich komme nicht mehr weg, Jan, Hilfe. Scheiße. Ich bin in deinem Fundament stuck. Wie? 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 Ach, ich hab's geschafft, ich musste sneaken, lol. Ey, du bist auch so behindert. Nachdem ich gesneakt hab, hat's wieder funktioniert. Ja, die brüten einfach so, gell? Die Paare. Wild. Ich hab die gerade mal aufgehoben, ne? Wild, Digga, schisch, Digga, akkurat, Digga. Oh, halt einfach deine Schnauze, Junge. Fress schneller, du fette Mizzet. Mein Bart wächst. Junge, wohin gehst du? Mein Bart wächst schneller, als dass das Vieh getamed wird. Schaffst du es hier raus? Ja, müsste ja, eigentlich müsste der das schaffen. Komm, Rux. Nee, er soll mich da irgendwie behindert rumgelatscht da drin. Ja, der wollte von seinen Frauen nicht weg. Alter. So, komm mit, Jacqueline. So, Jacqueline, ich bring dich in ein neues Haus. Guck mal, die brüten schon in 3 Minuten aus. Moin, Ibims, Jacqueline. Hallo, Jacqueline, musst du einmal vorbei, bitte. Die Mädchen, die passt jetzt hier nicht rein. Ich glaube, die sollte reinpassen eigentlich. Scheiße, Alter, Freddy. Ich glaube, du bräuchtest ein größeres Tierlager oder so. Ja, wollen wir wirklich so ein Haus, also ein richtig krass großes Behemoth-Tor, da wirklich so richtig viele Viecher da drin einfach. Mann, steht. Also wie du es hier machst, aber. Jacqueline passt dir irgendwie nicht so ganz rein. Gut, Jacqueline, wir parken dich draußen. Ich will ja nicht, dass dein Schwanz aus der Wand rausguckt. Jacqueline kriegt ein Außengehege. So, Jacqueline, du bleibst jetzt hier stehen. Tech-Viecher sind halt einfach geil, deswegen muss ich... Dann komm mal her. Sehen. Soll ich auch einen nehmen, oder? Guck mal, wie schnell die Brut da weggeht, anstatt auf die Zeit. Holy shit! Meine Paare, ja. Ey, die Frauen, ey, die Mütter sind von mir, ja? Das sind halt hier Fotzen. Haben sich gegenseitig den Freund ausgespannt. Im Dreier.
Ey, wie schnell das geht, Junge, what the fuck, ne? Ich hab gedacht so, ja, vielleicht so 10 Minuten oder so. Nee, Digga, einfach 3 Minuten. Lol, die haben so ein Symbol. Dann holen wir am besten ein paar Beeren raus. Oder kann ich aus deinen Viechern einfach ein paar welche rausnehmen? Ich kann welche farmen gehen. Oder warte mal. Versuch Nummer 4. Du bist ja unser Versuchsobjekt. Deswegen heißt du ja auch so. Hast du noch Beeren? Ja, ein paar. Ein paar kann ich rausnehmen. 3 Stacks Beeren kann ich bei dir rausholen. Das stört dich ja nicht. Ah ja, beide sehen genau gleich aus, gell? Holy shit. Männlich. Nur der Kopf ist anders gefühlt. Die sind beide, ne? Männlich. Nice, ich leg mal ein paar Beeren rein. So, anderthalb Stacks hier bei dem. Hey, ich feile so lange Arme, so krass, ne? So, und bei dir kommen auch noch Beeren rein. So, und hier hast du noch ein paar Ersatzbeeren. Und wenn du noch welche brauchst. Ah, ne, warte, never mind. Gib her, Daddy. Ich wollte dir gerade die Sichel geben, aber damit kriegst du keine Beeren. Oh shit, man, thank you. I thank you very much, man. You're brauchst so Zuwendung stupid. In einer Stunde, Bro. Bis dahin ist das Vieh fertig. Ja, ach nee. Ich frag mich, wie lange das der Reifungsprozess bei einem Giga dauern würde. Ja. Natürlich ist der Giga ziemlich scheiße, aber ja. Ich kann die Strickleiter theoretisch sogar runtergelassen, weil man da einfach daran vorbeigehen kann. Ist ja eh eine Doppeltür in Eingang, also von daher. Ah ja, why not? Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es gefallen hat, gerne liken, abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigungen zu verpassen. Und ciao, Leute!